Okay, Freunde, seien wir ehrlich, dieses Problem existiert. Überwachung, Stalking und Kontrolle kann einer Partnerschaft sehr schaden. Ich bin aber kein Beziehungsexperte. Ich meine, was jucken mich andere Beziehungen? Ich will dir einfach nur zeigen, wie du dich davor schützen kannst und herausfindest, ob dein Partner dich stalkt. Außerdem gibt es viele Sicherheitsfunktionen bei WhatsApp, die du unbedingt überprüfen und aktivieren solltest. Stalking-Funktion. Fangen wir direkt mit der Stalking-Funktion an. Gehe dafür in die Einstellungen und dann auf verknüpfte Geräte. Normalerweise ist diese Funktion dafür gedacht, um WhatsApp auf mehreren Handys und Laptops nutzen zu können. Das funktioniert, indem man auf Geräte hinzufügen geht und dann auf dem anderen Handy den QR-Code einscannt. Es könnte aber sein, dass jemand diese Funktion ausnutzt, um dich zu überwachen. Wenn du also hier ein unbekanntes Gerät siehst, kannst du dir sicher sein, dass jemand deine ganzen Chats mitliest, ohne dass du es mitbekommst. Du kannst dieses Gerät aber abmelden, indem du einfach drauf tippst und es dann abmeldest. Es gibt aber noch mehr Sicherheitsfunktionen, die du unbedingt aktivieren solltest. WhatsApp-Kontoschutz. Geh in den Einstellungen auf dein Konto. Hier sehen wir nun einige Sicherheitsfunktionen, um unser Konto zu schützen. Damit dein Konto auch bei Diebstahl sicher bleibt, aktiviere Verifizierung in 2 Schritten, füg eine E-Mail-Adresse hinzu und richte dein Passkey ein. Schutz vor Betrügern. Ihr kennt das wahrscheinlich. Dumme Nachrichten von Betrügern, die nur euer Geld wollen. Damit diese Anrufe dich nicht mehr nerven, geh auf Datenschutz und tipp auf Anrufe. Aktiviere hier Anrufe von unbekannten stumm schalten, damit unbekannte Nummern stumm geschaltet werden. Geh dann zurück und scroll nach unten. Tipp hier auf Erweitert und aktiviere IP-Adresse in Anrufen schützen, damit dein Standort nicht getrackt wird. Und wenn du schon hier bist, aktiviere auch Link-Vorschau deaktivieren. WhatsApp mit Face ID. Geh in den WhatsApp-Einstellungen auf Datenschutz, scroll etwas runter und wähl App-Sperre aus. Hier kannst du nun Face ID aktivieren. Wenn jetzt jemand versucht, dein WhatsApp zu öffnen, wird dies mit Face ID geschützt. Das war's auch schon, Freunde. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst einen Daumen hoch da. Demnächst kommen noch mehr WhatsApp-Tipps und Tricks, deswegen voll Technik-Abi.